Ich möchte zeigen, wie man in Impact.js Animationen herstellen kann unter Nutzung des Zeichenprogramms GIMP. Hier ist mal eine kleine Karte mit so einer leichten Rauch-Wolken-Animation und diese möchte ich jetzt mal erstellen und zwar so, dass es relativ effizient ist. Ich nutze dafür GIMP und werde als allererstes mal die Größe des Rasters einstellen. Auf Englisch Grid. Hier gibt es das Default Grid und da stelle ich 40 Pixel ein. Denn jedes meiner Einzelbilder, denn also eine Animation besteht ja aus Einzelbildern und jedes dieser Einzelbilder soll 40 Pixel groß sein, damit mir das angezeigt wird als so eine Art Raster, stelle ich hier also die 40 ein. Jetzt erzeuge ich ein einzelnes Bild mit einem transparenten Hintergrund von der Größe 40x40 Pixel. Da haben wir es. Und ich nutze jetzt den Pinsel, stelle dort als Brush Smoke ein. Das ist sozusagen der Maltyp und wähle eine Größe von, ja, wir können mal sagen, 30 Pixel. Als Farbe nehme ich Weiß. Und jetzt kann ich einmal da reinmalen. Vielleicht nochmal. Uns entsteht so eine Art rauchiger, wolkiger Typ. Dieses Bild nutze ich jetzt mal als Template, um Variationen davon zu erzeugen, damit ich eine Art von bewegliche Wolke bekomme. Wir brauchen, um Animationen zu erzeugen, jetzt eine Folge von Einzelbildern und diese werden in einer einzigen Bilddatei gespeichert. Ich kann diese Folge erzeugen lassen von GIMP wie folgt. Zuerst einmal skaliere ich mein Wolkenbild auf die Größe von 120 mal 120 Pixel. Das heißt, ich mache es dreimal größer. Ich möchte Scale Image verwenden. Genau, 120 mal 120 Pixel. Jetzt ist es dreimal größer. Und jetzt verwende ich unter Filter, Map oder Abbilden auf Deutsch, mache kleine Teilstücke daraus und da stelle ich die Zahl auf 3. Und jetzt wird quasi mein großes Bild wieder zerlegt in auf der X-Achse 3, auf der Y-Achse 3, also insgesamt 9 Einzelbilder, sodass ich meine Wolke jetzt verneunfacht habe. Jedes dieser Wolkenbilder ist aber auch wieder 40x40 Pixel groß. Jetzt stelle ich mal das Grid an, dass ich das sehen kann. Denn ich habe jetzt hier schwarze Linien, die mir helfen, genau zu erkennen, wo ein Einzelbild endet und wo das nächste beginnt. Und ich kann jetzt Variationen vornehmen an den Wolken, um sie ein bisschen abwechslungsreicher zu machen. Ein bisschen größer kann man sie machen. Man kann auch Wolken mit dem Radiertool ein bisschen kleiner machen oder einfach nur abschwächen, wenn man hier die Stärke dieses Radiertools mal nutzt. Und so ergeben sich jetzt also die Möglichkeit, verschiedene Einzelframes für meine Animation zu erzeugen. Jetzt speichere ich das raus in einer Datei namens wolke.png. Wichtig ist, dass es PNG ist, damit die Transparenz da auch drin gespeichert ist. Und damit wäre ich schon fertig. Ich werde jetzt viel iterieren müssen, weil die Animation zu begutachten, wie sie zeitlich ausschaut, werde ich nicht in GIMP machen können. Dazu brauche ich Impact.js. Das geht aber auch relativ einfach. Ich habe den Weltmeister-Editor. Ich lade ein Level rein. Füge eine neue Entity ein, das ist meine Wolke. Und damit ich das machen kann, muss ich eine Entity-JavaScript-Datei erstellen, was ich hier getan habe. Da habe ich gesagt, dass die Wolke 40x40 Pixel groß ist, dass sie aus der Wolke.png-Datei ihre Bilder bezieht. Eine einzelne Kachel ist wieder 40x40 Pixel groß. Und ich habe gesagt, dass die Einzelkacheln 0 bis 8 für 0,1 Sekunde
sichtbar sein sollen. Ich kann also hier einstellen, wie schnell durch diese Kacheln durchgeschaltet wird. Ich kann auch sagen, dass ich vielleicht die Kachel 0 dreimal sehen möchte, bevor die Kachel 1 kommt. Und ich könnte auch die Reihenfolge dieser Kacheln ändern, wenn ich das hier wollte. So, und jetzt kann ich das Level abspeichern und kann hier mir anschauen, wie meine neue Wolke aussieht, indem ich es einfach neu lade. Und wir sehen hier ein paar Artefakte, die ich jetzt hier reparieren könnte. Also ich übertreibe das jetzt mal und wir nehmen mal eine rote Wolke dazu an einigen Stellen. Ich speichere es mit File Export to Wolke.g oder Steuerung E einfach wieder raus, gehe zurück zu meinem Spiel, lade das neu und habe die Änderung da sofort drin. Also es ist ein sehr schneller Workflow, mit dem man dann sich iterativ an die schönste und passendste Animation hinein herantasten kann.